MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Voran auf, das Spiel beginnt. Wir müssen an einen sicheren Ort. Und Ausgang hier finden. Da hinten. Ja, ich muss erstmal den Kollegen hier mitnehmen. Kommt der? Der kommt. Ich laufe einfach Gerd hinterher. Ich werde hier niemals mehr alleine rausfinden können. Boah, hell. Licht. Hier ist noch Loot. Ihr habt hinten die Waffendings schon geholt, ne? Die blaue. Ja. Ach nein, ich will mit dir nicht in irgendeine Zelle. Ich will mit dir eigentlich will ich mit dir hier raus. Irgendwo ist ja noch eine Lootbox, die ich noch nicht habe. Hier bei mir. Unten. Nee, die ist bei mir in dem scheiß Gebäude da drin, wo man sich verläuft. Die ist relativ weit oben. Boah. Ja, ich suche auch gerade einen Weg nach draußen hier. Kann der Typ springen, klettern? Bleibt er da oben stehen? Alter Mann, ist das ein Kotz. Wer macht denn sowas hier? Das ist doch nichts für... Oh. Ohne Scheiß, das nervt mich. Ah, da ist er. So, und wie komme ich jetzt hier aus dem Laden raus? Jetzt bin ich wieder hier. Was will ich denn hier? Hier ist doch nichts. Du musst runter bis auf A1. Ich will doch nicht parken. Nee, jetzt bin ich schon wieder zu. Alter. Mach dir nichts draus, ich suche auch gerade einen Weg raus. Ich habe jetzt zumindest die Lootbox gefunden. Weil hier muss es doch einen Ausgang geben. Gibt es, ja. Also ich habe Nick gefunden jetzt. Ja, Glückwunsch, ich habe genauso viel Ahnung wie du. Ja, du musst doch wissen, wie du hier reingekommen bist. Nee. Warum kann ich hier nicht drüber springen? Das würde es erheblich einfacher machen. So, ich bin jetzt auf A1. Geht doch. Ja, dann kannst du da rauslaufen. Ach, hier! Das ist nur die Frage, durch welche der 18 Türen. Hier, Nick! Wo ist denn der Typ jetzt? Ja. Ist der bei mir? Bei uns? Keine Ahnung. Ja, hab ihn. Der hat sich auch verlaufen. Hier hinten war ein Heli. Endlich. Was war das denn? Ja, die können die Treppe runterrutschen. Oh ja, da können wir alle Platz nehmen. Das ist nett. Ich glaube, die sind einfach zu doof zum Laufen. Seid ihr alle drin? Ja. Ja. Ich kündige mal an, dass wir abfliegen. Alter, ist die Kiste schwerfällig. Ihr habt mega Spaß an dem Spiel, ich merke das schon. Ja. Aber es ist auch geil.
Was sind das da für ganze Masten, die hier rumstehen? Das werden wir, glaube ich, noch früh genug erfahren. Alter, guck dir mal den Staudamm an, wie geil! Da warten bestimmt auch geil viele Leute. Ja, weil guck mal, da unten ist auch ein Checkpoint. Charlie? Nee, so weit im Osten sind wir nicht. Nee? Okay. Nee. Ich möchte erwähnen, ich war's nicht. Landest du? Auf dem Also. Nett aus, ja. Den klappt da keiner. Da fliegt auch so schnell keiner mehr mit weg. Du hättest dir echt keinen besseren Landepunkt aussuchen können. Muss ich dir mal echt lassen jetzt. Er ist am Abholpunkt. Ach so. Ja, ich hab den ja auch hier hingespracht. Mein Gott. Ah, jetzt sehe ich nicht, was ich kriege. Verraten Sie mir, wo Paula Madeira ist? Nein. Sie ist ein guter Mensch. Was wollen Sie von ihr? Wir arbeiten daran, einen Sektor von Drohnen zu säubern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Ich habe Ihren Namen gehört, als Sie über Sperrgebiet 1 geredet haben. Vielleicht ist sie dort. Oh, lösen! Also wissen wir, wo sie ist. Ich nehme an, sie ist Sentinels Joker für das Killer-Drohnen-Programm. Dreckskerle! Sie holen sie da raus, ja? Ist mir egal, um welchen Preis. Bleiben Sie locker. Ich mach das schon. Oh, eine P90! Wo? Oh. In der Lootbox. Ah. Oh, hier gibt's auch Informationen. Wow, hier ist die Treppe und ich laufe zweimal dran vorbei. Ohne P90 ist nett. Die werde ich auch anlegen. Nett. Was denn? Wie viele Meter waren das? Boah, die 200 oder so? Oder 150? Alter. Ey, ohne Scheiß, meine Junge. Ohne Witz. Aber ich dachte mir, wenn die da schon so rumstehen. Ohne Witz, die P90, die habe ich jetzt erstmal verbessert und aufgewertet. Das Steinchen da hilft dir nicht. Oh. Aber jetzt habe ich keine Munition mehr für den Raketenwerfer, leider. Müsste ich mir dann erst wieder bauen. Hast du die Info, hast du geholt, Gerd, in dem Ding? Ja. Was war? Das war die Dings, die das G3 28. Ah, okay. Oh, da war noch Heilung. Der Typ traut sich nicht, habe ich das Gefühl. Mhm. Der hat aber gut Loot liegen lassen. Ja. Ja, da stand ja auch eine ganze Gruppe, in die ich einfach mal einen Raketenwerfer reingefeuert habe. Haltet die Augen offen! Wem erzählt er das? Da sind die Wichser! Ich sehe sie! Ah, toll. Noch eine Schotze. MK14.
Ich habe eine Süßwassermuschel gefunden. Wow. Ja, das ist alles Zeug, was du verwerten kannst. Oh, ein UMP! Ja, aber diese Rationen da zusammen zu prökeln, das bringt ja irgendwie nicht so viel. Hab ich den Eindruck. Naja, schon. Oh, jetzt wäre ein Gefährt nicht schlecht, ne? Ja. Ja, oben haben wir eins. Irgendwo fliegt hier gerade schon wieder so eine Kackdrohne rum. Ja, Gerd, das war ein fahrbarer Untersatz. Ja, der wurde mir zu blöd. Aber da steht noch einer. Hä? Was? Auf den habe ich voll mit der Granate drauf gehauen. Okay. Ja, der qualmt nur ein bisschen. Wo müssen wir denn hin? Wir haben gar keinen Einsatz mehr. Ja, Moment. Ich würde erstmal sagen, wir gucken, wo wir das mit so einem Biwak kommen. Doch, wir haben einen Einsatz. Der ist hier hinten markiert. Zack. Ja, aber Gerd ist da noch nicht. Ich muss mal auf der Karte gucken, Gerd. Da ist ein gelber Punkt. Alles gut. Was ist denn das da hinter uns oben auf dem kleinen Vorsprung da? Das Auge? Oder was meinst du? Direkt hinter uns. Jetzt links von uns. Jetzt fahren wir quasi fast drauf zu. Das Tarnnetz da oben? Ja. Oh, da warten nette Leute. Das ist nicht hier direkt, aber da kommen welche um die Ecke. Ah, hier ist eine Lootbox. Ich warte mal. Ja, du machst das, ne? Ja. Oh, eine Weste. Und eine Tür, die wieder mal nicht aufgeht. Sagen, die haben sich erledigt. Mhm. Da kommt aber noch irgendwas. So, ich gehe dann auch mal gerade looten. Jo. P90, Junge. P90 ist geil, ne? Oh, den habe ich irgendwie gerade so richtig den Schneid abgeschossen. Nehmen wir doch das Auto hier, das ist dasselbe, das ist nur Heiler. Stimmt gar nicht, hat Reifenschaden. Ich hasse dich. Ich wusste gar nicht, dass sie so schnell hin sind. Ich wusste gar nicht, dass das so schnell geht. Ja, aber es hat sehr viel Schönes. Oh oh. Da oben rechts, guck mal. Ja, oben links ist eine Lootbox. Finde ich interessanter. Was ist denn oben rechts? Ich habe jetzt nur auf oben links geschaut. Oben rechts ist ja so ein dickes Ding, das Bum-Bum macht. Ein dickes Ding, das Bum-Bum macht. Das uns letztes Mal so nett gewarnt hat. Hat einer die Info eingesammelt? Nein. Nope. Ich bin aber noch hier, ich kann sie einsammeln. Ich mach schon, bin da.
LMG-Mündungsbremse oder ein Biwak? Egal. Biwak. Da oben rechts, da. Auf ja, da ist 3 Uhr. Ein netter Turm. Zu welchem gelben Punkt fahren wir denn jetzt eigentlich? Zu dem rechten. Du musst jetzt rechts über die Brücke. Oh ja. Über die Eisenbahnbrücke. Ja, macht nichts. Ja, ey. Stimmt, ach, hier, eine gute Idee. Na, hier fährt kein Zug mehr. Da fehlen ja Gleise. Tut, tut. Ja, geil, guck mal. Das ist ja, man sieht sogar, dass du einen Platten hast. Wo ja. Hast du denn hier den kaputt gefahren? Weiß ich nicht. Ja. Winnie wurde gerade getötet, wie süß! Oh Gott, sie haben Winnie getötet! Gerd! Kannst doch nicht Winnie töten! Haha, wie geil! Winnie wurde gerade getötet, wie süß! Das war, Oh, da haben wir ein paar Interesse an uns. Rechts von uns kommt schon welche. Ja. Da auch. Oh Gott, jetzt stehen sie überall. Ja, und hinten ist ein Scharfschütze. Ich habe so das Gefühl, das war eine gute Idee, sich mit denen anzulegen. In down. Au. Au, was hat mich denn jetzt getroffen hier? Oh oh. Ah, ich sehe den Scharfschützen. Komm hoch, Kopf hoch jetzt! Jetzt rennt der weg. Die feige Mister. Hab ihn. ...275 Meter Kopfschutz. Ups! Das war nicht übel. Hua. Was macht der denn jetzt? Sammelt der Schnee oder was? Auf mit dem Scheiß. Hallo. Sammelt der Schnee. Ja, ohne Spaß. Ist der in Holland abgebogen, oder? Der gräbt da die ganze Zeit in der Erde rum, oder so. Ach, hier ist wieder ein Checkpoint, ne? Ja. Checkpoint mit Lootbox. Na, eine MPX schon wieder. Hier stand aber ein vernünftiges Auto. Hier steht viel vernünftiger Kram. Die könnten nur mal Nelly hier hinbauen. Hinbauen. Was versteht denn Gerd unter vernünftiges Auto? Ach so. Kein Plattenmann.
müssen in die andere Richtung. Gerhard, vor dir kommen Leute. Gerhard! Ja? Vor dir! Ja, das war ein kurzer Prozess. Das war ja einfach. Ich war noch im... Dass wir rechts rumkommen. Ja, ja, deswegen fahre ich jetzt hier lang. Oh nein, er fährt schon wieder alles tot. Ach, gar nicht wahr. Danger. Danger? Sicher, dass wir hier langfahren sollten. soll ich meine Frage nochmal wiederholen? Der hier runtergleitet, als wär's nix. Ja, ne? Ach, guck mal, wir sind im 100-Morgenwald. Wir müssen da rein. Oder nee. Da liegt eine abgeschossene Predator. Stopp und eine Lootbox. Ich hab die nicht abgeschossen. Wie die Geier. Wenigstens was geil. Eine Hose. Wow. So, da hinten stehen welche. Darf ich die überfahren? Nein! Genau! Was? Ich geh mal looten. Ich würde gerade sagen, Gerd, du solltest da besser aussteigen. Wenn der Brand gleich weg ist, könnt ihr mich bitte wiederbeleben? Ja. Ich warte aber noch, bis der Brand weg ist. Ja, mal, wenn der Brand weg ist. Ihr hättet vielleicht auch in Deckung gehen sollen wegen der Explosion. Was denn? Ich lebe doch noch. Ich war ja schon tot. Ich lebe noch. Ja, ich nicht. So, ich kann euch jetzt wiederbeleben. Feuer ist aus. Nee, kannst du nicht. Ich bin im Ladebildschirm. Ich bin, ziemlich wieder weg. Das meine ich. Ich bin 385 Meter vom Ziel entfernt. Ja, dann geht da hin. Ich habe hier oben gerade noch welche getötet. Ich komme jetzt. Ah, nein! Oh. Ich bring Freunde mit! Ja, hey, lass die mal da oben. Haben auch gleich Freude. Nee, nicht Freude. Freunde bring ich mit! Freunde, schöne Predator-Freunde. Ja, die bring ich gerade mit. Ah, bumm. Muss man gerade Pause machen. Ich bin hier ein bisschen runter. Halt, bremst, Typ, bremst. Schmeiß dich gegen den Stein. Hauptsache, du bremst. Warte mal ab, bis wir wieder Radar haben. Predator weg. Jetzt könnt ihr mich auch mal. Jetzt sind sie alle tot. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Die Drohne kam mir etwas zu nahe. Die muss ich jetzt mal dran gucken. Oh, die Drohne. Wo ist sie? Da. So, bitteschön. Habe ich alles alleine gemacht jetzt. Irgendeiner nimmt mich hier ganz massiv aufs Korn. Bin down. Scharfschütze irgendwo. Ich wusste nur nicht wo. Ja, ich komme helfen. Ah, ganz hinten durch die Bäume ist der Scharfschütze. Der anderen Seite oder was? Ja, der schießt durch die Bäume durch. Alter, was hab ich denn hier für eine Gummelwaffe, ey?
Ach, der! 20 Meter nichts getroffen, das ist unfassbar. Die verzieht so krank auf einmal. Nein, doch nicht jetzt wieder runterfallen, du Affenkorb. Boah, dieser Typ ist in seiner Bewegung so eingeschränkt, ne? Der den Scharfschützen nicht. Da unten. Gerade mal ja Bein reparieren. Bist du, kleine Sackrate? Ohren bei Nick. Wo ist sie denn? Ich sehe die nicht. Alter. Da unten, du hässliche Drecksau. Alter, ich kriege hier gerade so auf die Fresse, ne? Da hinten. Aua. Alter, ich weiß überhaupt nicht, von wo ich aufs Maul bekomme. Von nirgendwo mehr, hab ihn abgeknallt. Da ist aber noch einer hinter dem Haus. Ja, links. Typ, nicht wieder auf die Fresse legen. Ah, jetzt kann ich ihn sehen. Sind doch noch mehr als ich dachte. Stelle ich auch gerade fest, dass da noch ein paar sind. Du willst nicht! Du willst nicht platt machen! Autschi! Nicht von dem ersten Haus, was hier vorne ist, sondern hinter den Bäumen das Haus. Schräg. Ja, das sehe ich nur leider überhaupt nicht. Alter. Der ist übel, ja. Ah, jetzt sehe ich ihn. Hab ihn. Er ist weg. Nein, nicht wieder maulen. Jetzt hier runtergehe, dann mault er sich doch, oder? Hier ist übrigens auch wieder eine blaue Lootbox. Ja, Mann, ich weiß, dass ich schwer verletzt bin und mich bandagieren muss. Erzähl mir mal was Neues. Oh. Zieloptik. Wir sollten die Folge aber hier beenden. Und dann im Anschluss weitermachen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.